Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist denn hier wieder los? Oh, das gibt's nicht. Oh, meine. Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es um einen Touran. Ja, dieser Touran hat ein winziges Problem. Naja, so geraucht hat es nicht. Aber es hat schon etwas geraucht und woran das gelegen hat, ich musste da erstmal ein Provisorium basteln, damit das eben halt nicht mehr so raucht. Aber das konnte natürlich nicht so bleiben. Deswegen ist heute Service dran. Ich muss die Bremsflüssigkeit wechseln. Und wir müssen eine Leitung wechseln. Wir müssen eine Leitung wechseln vom Turbolader, weil da ein kleiner Dichtring weggegangen ist. Ich zeige euch mal, wie das so aussieht. So, da an dieser Leitung, an der Hochdruckleitung des Turboladers, ist eine kleine Dichtung dran. Und ich habe da eine andere dran gefummelt, die guckt da raus, das ist nicht so gut. Und die müssen wir mal eben tauschen, die liegt da unten. Am Ölfiltergehäuse geht die dran und geht von da dann ab auf den Turbolader. Und bevor so ein Turbolader stirbt, meistens ist es dann daran wegen Ölmangel, ne? Da war also alles vollgeölt, das lief da runter auf den Abgaskrümmer und deswegen müssen wir das hier mal tauschen. Ja, das ist eben so. Wir machen die ganze Leitung neu, weil Dichtring alleine, weil ich wollte auch die Hohlschraube, die ist jetzt auch schon 3-4 Mal los gewesen, weil wir haben hier schon mal die Steuerkette gewechselt. Dann macht man die Leitung neu, kostet 50 Euro, ist also nicht der Preis und wegen Turbolader immer sicher gehen, neue Leitung rein, Ruhe ist. Ja, und Service, ne? Service ist fällig und ja, wie gesagt, ganz normales Spiel, Bremsflüssigkeit und so. Ja, aber ansonsten, ja, ist der eigentlich noch wieder gut gerannt. Also keine Probleme bis jetzt. Außer ein Problem hat er noch, aber da gucken wir nachher mal. So, hier ist jetzt der Word of Case passiert, weil die Dichtung ist, die äußere Dichtung ist noch drin und die untere ist auch noch drin. Und wenn ihr da nicht drauf achtet, dass die nicht rauskommen, dann habt ihr Öldruckprobleme und das ist bei dem Motor immer der Fall. Meistens immer der Ölfilter. So, wenn man sich das Ganze dann mal anguckt, also der Dämpferschutz hier, das ist wieder ganz normal. Macht man den Dämpferschutz neu, der hätte jetzt 130.000 gelaufen, hat sogar noch die ersten Bremsklötze hinten drauf. Wenn man mal guckt, ja, Guthaben ist da auch noch. Bremsschläuche haben wir auch schon mal gemacht. Hinterachse ist soweit alles in Ordnung. Grünen Bereich könnte man mal ein bisschen mit Hohlraum versiegeln, aber muss man nicht. So, ist eigentlich soweit alles im grünen Bereich. Auch bremsemäßig geht das alles noch. Kunde sagt zwar, er quietscht, aber gut. Guck mal hier, da kommt das Leben wieder zurück hier. Max das Moos aus dem Auto. Ja, das sind hier diese, ja, ich sag mal, das ist ja kein Kunststoff, das ist so ein Moosgummi. Also so ein Gummi saugt sich voll mit Wasser und dann wachsen da Moose drauf. So, hier ist er völlig sauber gegenüber den ersten Serien, ne? Sieht das hier alles gut aus. Da ist ein bisschen Kantenrost, das versiegeln wir gleich so ein bisschen. Und hier ist auch so ein bisschen, ja, Kantenrost hat er. Wie gesagt, 2010er ist das jetzt, glaube ich. Und ich sag mal, für 12 Jahre, ja, ich sag mal, ist alles im grünen Bereich, ne? Ja, die Lagerung hier, das sieht auch noch gut aus. Die Lagerung sieht auch noch gut aus. Ja, hier ölt er ein bisschen. Das ist ja das Problem mit dem Zimmerring an der Kurbelwelle. Das weiß ich, das müssen wir noch machen. Da kommen wir noch zu. Und was mir aufgefallen ist, ist da oben, ne? Seht ihr das? Da. Hier, da kann man reingucken. In die Manschette ist kaputt von der Stabistrebe, aber nicht ausgeschlagen. Also bleibt die noch drin. Ja, hier hat es natürlich vom Turbolader runtergeleckt. Und deswegen, wenn das hier drauf läuft auf das Entkopplungselement, dann ja, haben wir das Problem, dass wir das nicht sauber kriegen und dann verdampft das und dampft das und dann läuft das und dann sippt das. Da sind noch Laufspuren. Ich zeige euch das mal. Da sind noch Laufspuren auf dem Cut, wo eben halt Öl drauf gelaufen ist. Ja, ansonsten sieht ja noch ganz fresh aus. Also alles sehr nice und sexy. Die Reifen sind auch noch nicht alt. Also damit
kommt er gut klar, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, so muss das Ölfiltergehäuse aussehen, dass ihr da eben halt auf die blanken Teile guckt. Also, dass da nichts drin steckt mehr. Ja, und dann habt ihr da auch keine Probleme. Ne? So kann man das sehen. Ja, von oben gibt es ja auch wenig Probleme. Also jedenfalls kein Ölverlust und kein Wasserverlust. Das ist alles gut. Alles im grünen Bereich. Die Batterie brauchen wir nicht prüfen, weil die haben wir erst ersetzt vor 2 Jahren. So schnell kann die nicht kaputt gehen. Ja, und wie gesagt, ihr seht jetzt, glaube ich, da den kleinen Dichtring, der da durchguckt. Ja, den müssen wir neu machen. Und dann die Leitung komplett neu und dann haben wir Ruhe. Und dann ist auch gut. So. Ja, wie gesagt, nichts Spektakuläres von hier oben. Ich werde dann meinen Ölfilter neu machen und werde Öl auffüllen. Und das ist das Spektakulärste heute hier. So, jetzt ist nur noch die Leitung und Bremsflüssigkeit. Machen wir erstmal die Leitung neu, die hier schön verwurstelt. Das ist ganz einfach. Die Schraube hier muss los, die Schraube muss los, die Schraube muss raus, die bitte neu nehmen. So, und dann diese Leitung und da unten natürlich die Hohlschraube ab und den Dichtring. Pensando en ti.
gente. Todo cambió cuando los conocimos. So, jetzt ist er wieder dicht, also daher kommt kein Problem mehr, ja, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, die meisten Turbolader sterben an Ölmangel und da ist so ein kleiner Dichtring gleich prädestiniert für, dass man eben halt einen neuen Turbolader kaufen kann. Besonderheit an diesem Turbolader, der ist wassergekühlt, dann kann es sein, dass Abgas in die Wasserkanäle kommt und dadurch euer Kühlwasser komisch verfärbt. Aufpassen, ne? Also, und dann ist auch ein neuer Turbo fällig, weil das kriegt man nicht irgendwie hin. Und da die Dinger, ja, ist nicht ganz günstig, die Geschichte. Ein Turbolader kostet bei dem Auto um die 1,3, weil der Abgaskrümmer damit dran ist, kann nicht abgeflanscht werden. Ja, leider irgend so ein chinesischer Hersteller. Naja, gut, ist halt so. Ich tausche jetzt hier noch den Pollenfilter aus und dann den Fehlerspeicher eben auslesen und dann läuft's. Das war jetzt sozusagen diese kleine Reparatur. Einmal Service, einmal ja, die Öldruckleitung des Turboladers. Das ist natürlich das Problem. Die meisten Turbolader sterben eben halt daran, weil sie Ölmangel haben. Das ist das Problem. Ja, wir haben noch das Airbag-Problem da drin. Die Bremse hinten quietscht und die rechte Stabilstrebe ist das Gummi beschädigt. Das ist natürlich nicht das meiste. Ich sag mal, das ist alles noch gehen. Es geht, sag ich mal so, es geht. Es ist gangbar und es geht. Aber ob es ein 1,2er TSI und 105 PS, ob das ausreicht im Touran, naja, ich sag mal, im Stadtverkehr oder sowas, macht das alles gehen. Aber alles, was drüber hinausgeht, man will damit in Urlaub fahren, vollgepacktes Auto oder was weiß der Geier. Ich sag mal so, nee, da ist die Motorvariante definitiv zu klein für, das ist eine Luftpumpe. So, das ist einfach so und dann frisst er euch die Haare vom Kopf. Nein, das geht. Das ist einfach so, das muss man dann einfach einsehen. Und ja, was will man machen? Kann man nichts machen, das ist so. Jedes Motörchen hat seine eigenen Probleme. Aber ein 1,2er würde ich im Touran nicht wählen. Der gehört für mich eher in die Kategorie Polo oder ja in den kleinsten Golf. Ja, da kann man den reinpacken, der reicht ja auch so aus. Aber für den Touran nein. Und alles, was in dieser Größe ist, natürlich auch nicht. Und den Power geht von her. Also sprich, vielleicht. Altea fällt mir da noch ein. Nee, dafür ist ja auch nichts. Aber wie gesagt, jedem das seine und ich hoffe, dass ich den Turbolader nochmal gerettet habe. Das wird jetzt die Zukunft zeigen, wie lange das Ding dann noch läuft mit dem Turbolader. Ja, ein 1,2er, das ist eben halt, der ist jetzt 134.000.
Ja, ich schätze, der Turbolader macht keine 200.000 voll, das glaube ich nicht. Aber wir lassen uns da mal überraschen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ne, ihr wisst ja, abonnieren, Klingel drücken und nichts mehr verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, macht's gut und ihr wisst ja, abschalten. Macht's gut! Also hier, ne? Das S in Rot, das I in Rot, 100 PS. Ja, da geht die Post ab, da geht die Muschel ab, das läuft. Ja, wie gesagt, kleine Probleme, aber